Ja, jetzt haben wir's. Wunderbar. Willkommen, willkommen, mein mich liebendes Volk. Die laufen breiter als die Türsteher, Junge. Ding Dong und Hallöchen Popöchen. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ah, ist das wieder schön. Für die neu zugestiegenen herzlich willkommen. Ich bin der Wolfbaron. Wir zocken momentan The Witcher, sowie aber auch Palworld. Also verpasst keine weiteren Folgen. Abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Für die alteingesessenen Tag und herzlich willkommen. So, in der letzten Folge haben wir uns um den berühmt-berüchtigten Markwag gekümmert. Diesen Werwolf-Piraten-Typen. Und haben auf Hjandarsfjall, ich weiß, ich hab den Namen vergessen, hier quasi haben wir uns drum gekümmert. Zap, zarap, war super schnell, super easy. So, jetzt haben wir hier oben noch eine verfügbare Quest. Die sollte ich mir vielleicht markieren, das wäre vielleicht sinnvoll. So. Weil wir haben noch, laut meinen Erinnerungen, die auch manchmal etwas löchrig sein können, haben wir noch einiges zu tun, bevor wir mit der Mainquest weitermachen. Bevor ich mit der Mainquest weitermachen möchte. Können wir, aber wollen tun wir nicht. Was bist du denn? Ach, weiße Wölfe? Ja, moin, Alter, so viele. Ich, klar. Ich bin da mal weg, ne? Ade, Vache, aber ich bin raus. Onkel Klaus, das ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Oh, guck mal. Hjandarsfjall. Okay. Verlassene Städte. Warum ist die verlassen? Warum liegt da Blut? Noch eine viel wichtige Frage. Warum liegt da Stroh? Okay, aber irgendwie haben die Leute das hier echt in einem im Wahn verlassen. Die sind hier rausgerannt bestimmt. Das Feuer brennt noch, die Tische sind noch da. Kerzen sind sogar noch an. Hm. Ich bediene mich mal, ne? Ach, ist aber auch eine Hake. Na toll. Ach, da guck mal. Der scheint ein wenig tot zu sein. Aber ich kann nicht gucken, warum. Was fliegt denn da? Ach, Harpien. Okay. So braucht eine Hake. Meteoritenbarre. Okay. Klar. Das ist ein Vergleich. Schwergenschnapsch. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ich kann jetzt aber nicht die ganzen Häuser leer looten. Das ist. Ach, ihr seid wahrscheinlich der Grund, warum es verlassen ist, oder? Komm mal runter, Mädel. Ich hab. Bin nicht. Ich meinte schon ganz runter. Ach, komm jetzt her. Okay, warte mal. Das funktioniert natürlich auch. Vielleicht das hier. Es funktioniert gar nicht. Humbug. 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 Das funktioniert gar nicht. War's das? Nee. Da ist noch eine. Komm her, Schnucki. Schnickchen. Ach, dieser Gestank. Ja, ja. Der wird auch nicht besser, wenn du dich nochmal beschwerst. Und ruf da, komm schon. Bam, Alter, bam, Alter, komm da weg. So. Haben wir es geschafft? Nein, da ist noch eine. Da.
Geralt. Ey! Nicht im Felsen rumfliegen, komm jetzt her! Ja, komm her. Komm mal her. Auch nicht auf dem Dach landen. Komm jetzt her, Mann. Ja, ja, komm, Geralt, pack dein Schwert aus. Das ist das Richtige? Ne, 2 Silber. Und jetzt abschlachten. Na komm. Na komm. Batze. So. Haben wir's doch. Ja, jetzt haben wir's. Wunderbar. Willkommen, willkommen, mein mich liebendes Volk. Die laufen breiter als die Türsteher, Junge. Laufen ja breiter als das Clubgebäude. Ja, ich liebe sowas. Upp, Hallöchen. Gefahr gebannt. Wunderbar. Von heute an ist mein Zuhause auch dein Zuhause. Oh, ja gut. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen, aber okay. Egal, cool. Hey, wir haben wieder was gemacht. Wir haben wieder was gemacht. Ja, wir haben wieder was gemacht. Ein paar Gänse. Nein, 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 bin ich nicht. Keine Angst, Lena. Ich bin von einem weit entfernten Königreich, weit hinter dem Horizont. Wo Honig in Maßen, wo Honig in Flüssen fließt. Nee, wo Milch in Flüssen fließt und Honig von den Wänden trieft. Wo die Kinder ihre Mutter lauschen. Und wo Männer ihre Frauen vertauschen. Keine Ahnung. Das ist ja geil. Wo Milch in den Flüssen fließt und Honig von den Wänden trieft. Alter, das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Ganz kleinen Moment. Der Spruch ist ja übergeil. Wo Milch in den Flüssen fließt, Honig von den Wänden rieft, wo Jungs auf ihre Mütter lauschen und Männer ihre Frauen vertauschen. Alter! Das ist ja ein übergeiler Spruch. Das Hoppala, was ist denn jetzt los? Das sind aber ein Haufen Quests gerade, aber warte mal. Sorry, aber der Spruch ist ja übergeil, Alter. Das ist ja wunderbar. Okay, cool. Großmächtige Freya, hilf mir. Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Hm. Ich könnte euch vielleicht helfen, weil das ist nicht. Ich bin ein Hexer. So, ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Hm, na schön. Geh du voran. Ach so. Och nö. Jetzt muss ich auch noch auf die beiden aufpassen, Alter. Bin ich ein Babysitter oder was? Natürlich. Der rennt erstmal volle Kanne vorne rein. Ja, leck mich doch an der Kniescheibe, Alter. Ja, was denn jetzt? Nicht im Weg rumstehen. Wie schön, das wird, mich sterben zu sehen. Was bist du denn? Oh nein, 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 Leute, weg! Weg! Oh, verdammt! Ich weiß nicht, ob Friendly Fire an ist. Ich will es nicht ausprobieren. Nee, Geralt, lass mal wieder das Schwert draußen. Heil dich erstmal, Kollege. Du bist ein bisschen kaputt. Oh, nicht ein Aalghul. Ein Aalghul. Oh ja, natürlich. Komm, halt die Fresse jetzt, Kollege.
Natürlich nutze ich Magie. Soll ich nicht Magie nutzen? Willst du das? Halt die Fresse jetzt. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie. Und der letzte. Schleif die Kadaver raus und verbrennt sie. Ghule fressen sich auch gegenseitig. Ja, stimmt. Gut, dass du gekommen bist. Freya muss über uns wachen, dass sie dich hergeführt hat. Wir werden dir noch lange dankbar sein. Gerne. Mit Dankbarkeit sind die Leute immer großzügig. Mit Geld weniger. Ach ja, tut mir leid. Das sind die Nachwirkungen der Schlacht. Wir sind noch etwas durcheinander. Du hast es ihnen richtig gezeigt. Hier, für dich. Danke. Lebt wohl. Das hat er gesagt, nicht ich. Richtig Kronen. Oh ja, nicht schlecht. Warte mal. Da ist doch noch was. Okay, ist ein Bug, weil hier soll noch eins sein. Egal, okay. Dann nicht. Leichenfresserhaut. Lalalala. Schmackofatz. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Jam, 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 jam. Nein, der Wolfsbaron ist kein Kannibale. Also nicht, dass ich wüsste. Kann ja sein. Man weiß es ja nie. Aber ich sehe nichts, Alter. Ah, jetzt sehe ich was. Reines Silber. Mit Leinen. Hier war auch noch ein Weg. Da haben wir eine Kiste. Ich möchte gerne an die Kiste. Dankeschön. Da oben noch was? Nee. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Dann nicht. Ich komme gerade so ein bisschen vor. Alter, das ist ja übergeil. So ein Number Witcher. Nee, okay. Ich muss mir dafür vielleicht ein Skript schreiben. Das ist ja ein richtig geiler Filter, Alter. Das ist ja wie so eine Traumwelt. Und so fand sich Geralt wieder. In einer Traumwelt. Alter. Okay, das muss ich mir merken. Das wäre übergeil für so eine Cutscene oder Cutscene, Alter. Na komm, wirk aus. Ich will aus der Traumwelt wieder raus. Mach endlich auf. Das machen sie doch immer. Zwar. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Was haben die Hufeisen zu bedeuten? Was haben die Hufeisen zu bedeuten? Die sind von den Teilnehmern an den Heldenrennen. Sind das mehrere Rennen? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste, aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Opa. So, was gibt es denn zu gewinnen? Gibt's für den Gewinner eine Belohnung? Er wird den Ruhm baden und kann sich feiern lassen. Ich hatte auf etwas Greifbares gehofft. Uns ist sowas nicht wichtig. Aber ja, der Sieger erhält ein hübsches Erinnerungsstück. Ein Schwert, einen Helm oder manchmal auch ein Schild. Was sagt man dazu? Ihr könnt ja doch praktisch denken, wenn ihr wollt. Jetzt sei doch nicht so ein Arsch, aber ich mache das ein anderes Mal. An Mut mangelt's mir nicht. Zeit ist bei mir schon eher knapp. Vielleicht komme ich wieder. Bis dann. Aber das sollte ich mir vielleicht merken. Ich hätte jetzt nämlich wenig Bock auf ein Rennen. Erstmal Tore live. Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Ja, gibt es Arbeit für mich? Wenn du willst. Da treibt was Böses sein Unwesen.
Wir trauen uns schon nicht mehr aus dem Dorf. Aber welche Art von Bestie reden wir denn? Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschtschäs und Mantikoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Ich glaube, Geld haben wir eigentlich momentan genug. Ah, nee, komm. Ja, passt. Alles gut. Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Ups, sorry, kleines Mädel. Verzeihung, ich wollte dich nicht umrennen. Sverre, mein Gutstar, wo bist denn du? Wäre es? Kaspar? Wo bist du denn? Du das? Sorry, Verzeihung, ich hab mich nicht unter Kontrolle. Kaspar? Ach, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen. Und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mit einem Monster fertig? Erzähl mir, was passiert ist. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Okay. Wie sah das Monster denn aus? Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Ja, hab ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in 2 Hälften. Okay. Blutverschmiertes Maul, also kann ein BS sein. Ich glaube, ein Waldschrat nicht. Wobei Waldschräte hier wahrscheinlich am logischsten noch wären, aber ich glaube nicht, dass die hier ein blutverschmiertes Maul. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack, schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Interessant. Danke. Wofür? Okay. Freunde der Jagd, gewöhnlicher Leute. Okay. Gut, also mein Tipp ist, es ist ein BS, also so dieses große Rindvieh. Ich glaube persönlich nicht, dass es ein Waldschrat ist. Junge, wo gehst du hin? Nicht da raus, das ist böse. Ich glaube nicht, dass es ein Waldschrat ist, wobei das natürlich auch sehr logisch sein könnte. Wobei, wenn das wirklich eine Falle war... Dann könnte es eventuell doch ein Waldschrat sein, weil die am Menschen ähnlichsten sind. Ich heile mich mal ganz kurz. So. Weil es halt natürlich doch menschlich. Hier ist der. Okay. Sehe und höre aber nichts, das ist gut. Dem hat was richtig zugesetzt. Alter. Hier vorne? Nicht viel übrig.
Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Okay. Aber wo lang? Da lang? Nee. Ach, da, guck mal. Sieht aus wie Blut, aber... roter Lehm. Neckar-Kämpfer markieren mit diesem Lehm ihre Position im Rudel. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Was für ein Ding? Ein Haargubmann. Was ist das denn bitte? Hier. Normalerweise sind Neckar feige und schwach. Sie greifen nur in Gruppen an und das auch nur, wenn sie ihre Gegner zahlenmäßig weit überlegen sind. Manchmal ist jedoch einer von ihnen und eine unter ihnen stärker und schlauer als der Rest. Ein solcher Neckar wird für gewöhnlich Krieger genannt, obwohl es irreführend ist, denn Krieger kämpfen ehrenhaft von Angesicht zu Angesicht. Diese übergroßen Neckar gehen eher wie Meuchelmörder vor. Sie greifen überraschend aus dem Hinterhalt an oder von hinten oder in dem Moment, in dem ihr Gegner beim Angriff aus der Deckung kommt. Zum Glück sind alle Neckar empfindlich gegen Zeichen und es ist nicht schwer, ihre Schläge auszuweichen oder sie zu parieren. Aha, okay. Das ist natürlich dann doch sehr interessant. Da. Die Spuren führen in den Wald. Na dann. Führe mich mal. Da geht's lang. Okay. Ein guter Ort für ihr Nest. Natürlich, eine Höhle. Ich hätte es doch wissen müssen. Okay. Hey, Giftgas. Na, ich bin natürlich schlau und zünde Feuer an. Und nicht, wenn ich drinne stehe. Komm noch einmal. Alter, treff mich doch nicht. Alter. Hässliches Rindvieh, ey. Ich muss mich nur beeilen, weil sonst kommt hier wieder Giftgas und dann bin ich, Die Neckar sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Was ist denn da vorne, Alter? Endlich, das Hauptnest. Ich kann nie genug aufspeichern. Alter Finne, okay. Oh, die sind aber wirklich frankiert, die kleinen Kackbiester hier. Alter. Scheiße. Okay. Achso. Ich habe wohl Gesellschaft. Ein Hagelmann. Alter. Oh nein, jetzt gibt's auch noch so kleine Stückchen dabei, oder was? Aber die mögen kein Feuer. Na komm, mein Großer, wo bist du? Da ist er. So groß ist der jetzt aber nicht. Gut, im Vergleich zu den anderen Neckern, ja, aber... weiß ich nicht. Solange der sich nicht heilt, ist alles in Ordnung. Bestimmt scheiße, Schlauberger. Da ist er wieder. Komm. Was? Nein! Och Mann! Du Pussy, hör auf abzuhauen. Ich muss noch kurz heilen. Warst du gleich. Alter. Voll das Massaker, ey. So, Kollege. Bam! Batz, Junge! Na komm, wir wissen, was der hat. Neckar-Krieger-Leber. Boah, Alter. Ey, Neckar-Krieger-Trophäe. Nam, 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 nam. Jetzt gibt's Hackschnitzel! Geil.
So, Ogroide. Hagupmann. Alter, ist das Vieh hässlich. Neckar sind aber auch nicht gerade irgendwie schöne Viecher, ey. Boah. Geil. Lecker, lecker, lecker. Hackschnitzel. Jetzt war nichts. Das war... Das ist schon ganz schön schlau von denen. Muss ich den lassen? Ja, ja, komm. Halt den Rand. Oh, Alter, ist das hell. Boah. Guck einmal einer an. So einfach kann das gehen. Okay, also alle, die gesagt haben, es waren BS mit mir eingeschlossen, waren falsch. Alle, die gesagt haben, es waren Waldschratzen, sind auch falsch. Also gut. Aber wir haben es auch noch nicht mal gesehen und noch nie davon gehört. Also konnten wir es ja auch noch nicht wissen. Ist blass. Gestern auch. Hast du eingelegten Hering? Ich hasse dich. Weiß ich nicht. Also, hilfst du mir? Ich habe schon geholfen. Bin fertig, Kollege. Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke, bis dann. Wunderbar. Ganz lieben Dank. Da ist ein Schmied. Schmidtke. Wie kann ich helfen? 390 Zeiten. Kronen, Alter. Den Waffen sollte man nicht sparen. Hey, Junge. Hast du was im Angebot? Zeig mir, was du hast. Warte, ich hatte ja was Schönes für uns. Ah, der hatte Rüstung. Ja, das macht Sinn als Rüstungsschmied. 1800. Plus 18 Schaden. Cool. Weg. Bisschen weg. Kaufe ich die gut? Ja, 406, das ist schon. Der hat nicht mehr so viel Kohle. Oh Gott, der Arme. Ich mach den komplett nackig. Ich hab den nackig gemacht. Es wird langsam mal wieder Zeit, dass wir was Neues anziehen. Plus 25. Das wäre schon was. Erstmal plus 30. 30. Plus 25. 30, wie kostet das? 560, das geht voll. Plus 30. Plus 30. Das ist alles plus 30. Und alles Stufe 24. Das heißt, es würde gehen, weil wir sind nicht so weit davon entfernt. Nimm mal das, komm. Nimm mal das mit. Wir sind ja bald Stufe 24, dann können wir das tragen. Vielleicht eine neue Hose oder sowas? Oder neue Stiefel, die... Gut, die sind natürlich alle besser, das ist ja klar. Können wir momentan noch nicht tragen. Plus 6. Plus 6. Plus 8. Plus 8. Ja, nee, komm. Die sind unsere Sachen. Ja, das ist eigentlich, das passt soweit doch ganz gut. Das können wir noch vertilgen. Das hier. Ach, scheiß mich tot. Okay. Nee, passt. Dankeschön. Wiedersehen. War der falsche Knopf. Zack. So. Diese Runen drauf machen, das macht im Endeffekt absolut gar keinen Sinn, weil du die danach eh wieder verlieren wirst. Plus Angriffskraft. Dann nehmen wir Rüstungsdurchbohrung bei der Stahlwaffe. Chance auf Vergiften auch und Chance auf Vergiften auch bei der Silber. Bei der Silberwaffe. So. Okay, Kaufmann. Kaufmännisch. Hallo. Willst du was kaufen? Kommt drauf an, was du hast, Kollege. Zeig mir deine Ware. Kommt Jens drauf an, was du hast? Nischt. Also nichts Interessantes zumindest. Ist okay. Passt. Alles gut. Wiedersehen. Alles gut. Na komm.
So. Dann aber würde ich mal wieder sagen, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das war strikt. Aua. Oh. Also bis dahin, haut rein, tschö, mit ö. Und liebe Freunde, gehabt euch wohl.